Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier auf dem roten Sofa, hier beim Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, wenn ihr Lust habt, heute mit mir einen neuen Whisky zu verkosten. Ja, und wir kommen noch ein einziges Mal jetzt zurück zur Distillerie Glenfiddich. Glenfiddich, gegründet 1886 von William Grant, befindet sich auch heute noch als eine der letzten Distillerien Schottlands noch in den Händen der Gründerfamilie und liegt hier in der Speyside im goldenen Dreieck im Herzen der schottischen Whiskyproduktion, direkt neben der Schwesterdistillerie Balvenie. Ja, und Glenfiddich hat sich vor ein paar Jahren mal eine schöne neue Edition gegönnt, eine Edition mit dem Titel Age of Discovery, also das Zeitalter der Entdeckungen. Und sie wollten damit die großen portugiesischen Seefahrer des 15. Jahrhunderts ehren und würdigen. Drei Flaschen hat dieses Set, umfasst dieses Set. Allesamt Whiskys, die 19 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern reifen durften und die dann Finishes bekommen haben. Das erste war ein Madeira-Finish, also in Madeira-Fässern gefinisht. Das zweite in südamerikanischen Rotweinfässern. Und dieser hier hat ein Finish bekommen in frischen Bourbon-Casks. Ja, damit wäre diese Reihe dann abgeschlossen. Ich glaube, es sind auch keine weiteren Flaschen mehr nachgekommen. Die Reihe ist komplett mit diesen dreien. Eine Trilogie, wie man so schön sagt. Und ja, ein nettes Experiment. Was ich sehr genossen habe und was mich gefreut hat zu probieren. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Der Madeira, meines Erachtens ein ganz ausgezeichneter Whisky, den ich mir auch nochmal für 100 Euro nachbestellen würde als Einzelflasche. Red Wine Cask Finish hat mich nicht so überzeugt, war mir zu wässrig, ein bisschen zu schwächlich. Aber mal schauen, was der hier noch kann. Das ist jetzt die letzte Abfüllung der Reihe und ehrt den Mississippi. Ja, und seine Bedeutung für die Herstellung von Whisky. Und deswegen wurde der jetzt einfach nochmal in Ex-Bourbon-Fässern gesondert gereift. Vermutlich in Ex-Bourbon-Fässern, die vom Mississippi stammen. Möglicherweise hat er da nochmal ein Finish bekommen. Möglicherweise aber hat der Whisky auch über die volle Strecke von 19 Jahren in diesen besagten Weißeichefässern vom Mississippi gereift. Hier nochmal die Flaschen. Das sind also 0,2er Flaschen, die aber trotzdem dieses typische gerundete, dreieckige Glenfiddich-Design aufweisen. Im Prinzip eine Miniaturausgabe der großen Flaschen. Naja, und die Box habe ich euch bereits vorgestellt. Die ist ja über jeden Zweifel erhaben. Die ist wunderschön gestaltet. Sehr dekorativ. Auch natürlich sehr schenkbar. Tolles Präsent, wenn man sie denn noch irgendwo kriegt. Die Flaschen gibt es noch, soweit ich weiß. Wie es mit dieser Box bestellt ist, kann ich nicht sagen. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Die Box war jetzt preislich auch natürlich nicht günstig. Klar, ich glaube, die war auch so bei irgendwie 80, 90 Euro. Die Flaschen sind ja auch im Einzel zu 0,7 so 90 bis 100 Euro teuer. Also insgesamt eine recht kostspielige Angelegenheit, aber ich fand es einfach eine nette Idee. Es war eine gute Sache von Glenfiddich, das mal zu machen. So, Bourbon. Nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Das heißt, hier haben wir den Originalfarbton im Glas. Und das ist für einen Bourbon, fast gereiften Whisky, schon ganz ordentlich dunkel, wie ich finde. Also, da sind mit Sicherheit einige First Fill Bourbon-Fässer zum Einsatz gekommen. Ja, schöne Sache. Ich mag das, wenn die Whiskys naturbelassen sind, wenn man da nicht mit Zuckercouleur rumpanscht. Dann kann man auch ein bisschen darüber spekulieren und rätseln und diskutieren. Das macht einfach Spaß. Und ein Whisky-Kenner bieten solche kleinen Details ja auch immer was, worüber er sich dann mal Gedanken machen kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Halten wir mal die Nase rein.
schön süß, warm, mit Karamell und Zitrusnoten, wie man sie von einem guten, gut gemachten, Bourbonfass gereiften Whisky erwartet. Leichte Eichentöne, nicht zu massiv. Erste Assoziation, die ich bei diesem Whisky hatte, Glenmorangie, 18 Jahre. So, das könnte irgendwie der Zwillingsbruder sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja immer schwierig, wenn man so aus dem Gedächtnis heraus versucht, die Aromen nochmal zu rekonstruieren und zu vergleichen. Müsste ich jetzt direkt im Glas nebeneinander haben, vielleicht vertue ich mich auch. Aber das ist so die Assoziation, die ich hatte, als ich den das erste Mal probiert habe, weil auch bei den kleinen Flaschen mache ich es natürlich nicht, dass ich die ungeöffnet dann zum ersten Mal probiere, sondern bei mir werden Flaschen grundsätzlich erstmal immer eine Weile vorher geöffnet, können schon mal atmen, ein bisschen Luftaustausch machen, sich setzen und dann mache ich das endgültige Tasting. So auch hier. Also eine sehr wohlriechende, angenehme Nase. Ja, doch. Probieren wir mal. Würzig, vollmundig, schöne Süße, Vanille, Trockenfrüchte, sowas wie Feigen, Datteln. Tja, und auch der ist wieder für seine 40 Volumenprozente schön mit Aromen aufgeladen. Ganz ähnlich wie der Madeira Finish. Würde ich jetzt auch bei dem sagen, erster Eindruck, perfekter Whisky. Da fehlt nichts, da ist nichts zu wenig, da ist nichts zu viel. Der ist genau auf dem Punkt, genau richtig, trinkfertig, kann man so genießen. Das hatte ich ja, wie gesagt, beim Madeira auch. Beim Rotwein hatte ich es nicht. Beim Rotwein fand ich, war er zu schwachbrüstig. Da hat mir irgendwas gefehlt. Aber der hier ist wieder voll da, voll auf der Höhe. Ein geschmeidiger, erstklassig gemachter Ex-Bourbon-Fass-Whisky. Und dazu noch schön alt, 19 Jahre. Ne? Also das muss ich ja immer mal wieder betonen, weil das ist so eine Sache, die heute mehr und mehr verloren geht. Wir bekommen weniger alte Whiskys, wir bekommen immer mehr NAS-Whiskys, immer mehr junge Whiskys. Die alten, wenn es sie denn noch gibt, werden richtig, richtig teuer. Und dann muss man das einfach auch mal lobend erwähnen, dass eine Destillerie sich einfach auch mal die Zeit nimmt, einen Whisky 19 Jahre lang reifen zu lassen. Tolle Sache. Ist ja immer so eine kleine Zeitreise auch. Ich sage mal, so ein Whisky ist wie eine kleine Zeitmaschine im Glas. Man sollte sich da mal hinsetzen, sich die Zeit nehmen, vielleicht mal ein Fotoalbum vorknöpfen und einfach mal gucken, was denn so vor 19 Jahren gewesen ist. Macht Spaß. Probiert das mal aus. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut. Finish, auch einwandfrei, mittellang bis lang. Das ist tatsächlich, ich finde den gleichwertig mit dem Glenmorangie 18 Jahre, der einfach auch ein super Whisky war. Und es muss nicht immer Sherry sein, es muss nicht immer Portwein oder Madeira oder Sauternes sein oder so. Manchmal ist es einfach schön, einen sauber gereiften Bourbonfass-Whisky auch im Glas zu haben. Und das ist so ein tolles Ding. Also bei dem könnte ich mir auch überlegen, weiß jetzt nicht, ob er mir 90 Euro wert wäre oder 100, aber den nochmal irgendwann nachzukaufen. Ja, doch, durchaus. Ja, in diesem Sinne war es das mit der Box Age of Discovery. Tun wir den mal wieder rein. Machen wir das kleine Puppenstübchen mal zu. Ach, das sieht einfach richtig hübsch aus. Ja, der ruft schon wieder Hollywood an. Ich kann leider nicht rangehen. Ich muss hier ein Tasting noch mit euch fertig machen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, ihr Lieben. Mir auf jeden Fall. Ich habe diesen Dram jetzt auch richtig genossen wieder. Ich war ein bisschen in Sorge, ob der noch mithalten kann, nachdem ich von dem Red Wine so ein bisschen enttäuscht war. Aber der hat mich wieder versöhnt. Es ist eine rundum gelungene Sache, die Glenfiddich da auf die Beine gestellt hat. Ja, und mit diesen schönen Worten möchte ich euch jetzt einfach in den Sonntag entlassen. Macht noch was Schönes draus. Habt eine wunderschöne Woche. Und dann sehen wir uns vielleicht nächsten Sonntag wieder. Da unten, ihr wisst, könnt ihr abonnieren. Dann seid ihr immer up to date. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.
Ja, und da hätte ich doch fast die Wertung vergessen. Na, so schusselig muss man mal sein. Klar, was gebe ich dem denn? 92 hatte ich Madeira, 86 dem Red Wine. Dann kriegt der Glenfiddich Age of Discovery Bourbon Cask von mir 90 von 100 Punkten. So, jetzt haben wir es vollständig. Danke fürs Zuschauen und tschüss.